Österreich 3. Der Ö3-Wecker. Einen recht schönen guten Morgen. Wieder mal ist es soweit aufzustehen. Einen recht schönen guten Morgen den Hörern in Österreich, in Deutschland und in der Schweiz. Leidl, Leidl. Halb acht ist es. 5 vor 5 wieder einmal. Oh, nein. Gehen wir es auch weg, Martination. So ist es richtig. Schönen guten Morgen und herzlich willkommen beim Ö3-Wecker. Am Ö3-Mikrofon heute Karl Kaltenegger. Und für die Familie heißt schön langsam, aber sicher aufstehen. Der neue Radiostil stößt auch auf Ablehnung. Von Verblödung bis Amerikanisierung ist die Rede. Kommentar aus den eigenen Reihen. Depor Mandeln büben sich ein, sie können ein ganzes Programm machen. Günther Schifters Schellachs, heute zum 3625. Mal. Sie wissen, wir machen das schon seit sehr langer Zeit. Pop, shop, pop, shop, pop. Und während des Übens ein- und ausatmen, noch einmal bewegen Sie sich. Bitte nur nicht hudeln, die Zeit hat's in sich. Man sagt, die Zeit weilt, sie eilt, sie teilt und sie heilt. Ö3, immer dabei. Ich bin ein Wischer. Ich, GJ Junior. Mittagsjournal. Es ist 12 Uhr durch das Mittagsjournal auf Österreich 1 und Österreich 3 führt Roland Makatschke. Wissen Sie übrigens, wer die einsamsten Menschen sind? Ja? Das sind die Pünktlichen. Deshalb bin ich nie allein. Leute, eine Sendung von Rudi Klausnitzer. Einen recht schönen Sonntag und willkommen bei Leute. Heute sind einmal die Hörer zu Gast. Was wir jetzt machen, verrät Ihnen gleich musikalisch unsere nächste. Jetzt sind Sie dran. Jetzt Radio. Howdy, Kollegen. Und noch einen schönen, konsumverweigerlichen Abend wünscht GJ Junior. Musik zum Träumen. Fit mit Ö3. Morgen, hier spricht Ilse Fuck. Wir machen heute einen Liegestütz. Sie wissen ja, nur die Hände aufstützen, die Füße und dann die Arme beugen und strecken. Wiederholen Sie das 5 bis 10 Mal. Tut doch nicht so, wie wenn nur die Jungwische die Hab und die Gier nach allem und jedem in sich hätten. Die Begehrlichkeit unter den Senioren ist keine kleinliche. Die wechseln ihre Polaro-Knipskisteln und ihre Tivischkasteln und ihre Iglu-Dekoration und ihre Düsenkutschen schneller, als unser einer zu einem neuen Rucksack kommt. Ich bin Hans Elder Weckermann. Aha. Und sage euch die Platten an. Der Ö3 Wecker. Mit Brigitte Xander. Das Hebachauf ist ein Papagei. Und zwar ein echter Papagei, der hat in einem Hörspiel mitgewirkt. Und ja, da habe ich mal kopiert und hat gesagt, Hebachauf. Und dann hat er noch ein Schimpfwort gesagt, das habe ich aber weggeschnitten. Showchance 1972. Dieter Donner von Ö3 begrüßt Sie herzlich aus der Wiener Stadt.